Oh, ne, jetzt wird irgendeine Menge LP. Ich habe zwischendurch noch geguckt, das da ist jetzt LP 30. Jaha. Das sieht sogar so aus, als würde ich mich für meine eigenen Rennen, für meine eigenen Videos interessieren. Und wie angesagt, jetzt gibt's das Turnwagenrennen und dann den dazugehörigen Direktvergleich. Ich hoffe, dass es nicht so was Ödes ist wie Turnwagen, damit man in dem Rennen hier überhaupt irgendwas zu sehen kriegt. Ja, und damit geht's weiter. Zweites Video der Session heute. So. Carl Townsend. Ich glaube, der wohnt am Ende der Stadt. Ich bin so witzig, ich lache über meine eigenen Witze. Hey. Oh, ey, nee, das da wird mega gay. Ich hasse Turnwagen. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich Turnwagen hasse? Ich weiß auch nicht, wie ich die Videos mit den Turnwagen immer benennen soll, weil die sind einfach gay. Guck mal, wie langsam. Und wie einfach das komplette Feld sich überhaupt nicht auf der Geraden verändert, weil alle genau gleich schnell fahren. Warum bei das gleiche Auto fahren? Scheißverein. Ups. Sollte den vielleicht nicht so hart hin drauf fahren, wenn das mich beschädigt. Wenn das mich nicht beschädigt hätte, dann hätte ich das gemacht. Aber so sollte es vermieden werden. So, also probieren wir irgendwo anders da hier ranzukommen. Vielleicht außen. Okay, außen haben sie mal keinen Platz gelassen, aber jetzt außen. Uiuiui. Da nicht zu spät, zu früh schon gegengelenkt. So. Jetzt muss ich mal schauen. Ah, laber nicht. Passt noch. Vor allem durch diese Manöver gewinne ich halt. Weil es halt total unkorrekt ist, dass man, wenn man solche... Ey, dass man, wenn man solche Aktionen schiebt, einfach wirklich schneller ist wie die anderen. Und dann durch so ein bisschen Kontakt sich halt direkt nur auf die Ideallinie zieht. Das gefällt mir. Das macht es nämlich so inkompetenten Menschen wie mir einfacher, um erfolgreich zu sein. Ha! Ich schwärme einfach noch ein bisschen vom... Koop-LP, das bald ansteht fürs Neujahr-Special. Klar, ihr müsst noch bis zum 1. Januar warten. Ich muss nur noch entweder bis zum 12. oder bis zum 14.12. warten. Ja, da weiß ich mal noch mal mehr wie ihr. Und, darauf freue ich mich auf jeden Fall, weil die Sache mega viel Potenzial mit sich bringt. So, bremsen wir mal ab. Wow, 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 du Lappen, ey. Hätte einfach seinen Drift gehalten, hätte ich da dazwischen gepasst. Aber so musste ich... Kann ich mal eine andere Kamera haben? Hier. So. Und dann bin ich... Oh, ich bin so auf meinen neuen Rechner gespannt. Ja, ich weiß schon kein anderes Thema mehr, aber Turnwagen ist halt einfach öde. Dann muss ich mich über die guten Sachen alle erfreuen. Und das ist im Moment so das Beste. Worauf ich mich am ehesten freue, nach Hause zu fahren. Abgesehen von der Family halt. Ich meine, ich habe am Rechner unten eh noch nichts. Das heißt, Weihnachten gehört richtig der Familie, so wie das gehört. Und erst wenn ich dann 8 Silvester verbracht habe, weil Silvester gehört der Freundin, ist klar. Und dann, kann man dann mal gucken, dass ich das Biest ins Laufen kriege. Ach, ich freue mich so. So. Ja. Sollte ich euch noch mehr über das Neujahrsprojekt verraten? Habe ich euch schon erzählt, dass ich 3 Sklaven habe? Habe ich euch überhaupt schon erzählt, dass ich Sklaven habe? Ich habe Sklaven. Viele Sklaven. Und die machen immer sehr, sehr nützliche Sachen für mich. Und ich habe jetzt 3 Leute versklaven können, da dafür, dass sie mir mein LP mitmachen. Das heißt für mich weniger Arbeit, weniger Stress, weil ich nicht so viel labern muss, weil die haben auch irgendwie das Bedürfnis zu reden. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber wenn ich denen nicht zuhöre, geht das eigentlich. Ja, und diese 3 Sklaven mit Namen echt... Oh ja, ich müsste mal fragen, wie die mal genannt werden wollen. Aber daher, dass der eine in seinem... in seinem Ingame-Namen seinen richtigen Namen stecken hat, ja, könnte man fast meinen, dass er so genannt werden will. Muss ich mal gucken, ich frag die gleich einfach mal. Wow, wow, wow. Typisch Tourenwagen-Feeling, wenn ich morgen am Labern bin. Dann fahre ich nämlich immer Offroad. Und dann könnte ich mal gucken, ob ich euch zumindest schon mal den Namen von denen verrate. Weil ich noch nicht weiß, wie ich die nennen werde. Am meisten nenne ich den mal Lappen. Ich meine, ich kenne die aus der Ausbildung, da heißen die alle Lappen, weil ich nenne doch einfach alle Lappen. Brauche ich mir die Namen nicht zu merken, das macht die Sache einfacher. So. Oh, ich muss sowieso mal gucken, wie lange ich überhaupt noch es schaffe zu LP'n. Ich meine, ich bin jetzt, das ist inzwischen auch fest, ich bin noch bis zum 20.12. hier. So, bis dahin will ich so viele Videos machen wie möglich, ist klar. Und, dann muss ich halt mal gucken, wie lange ich es überhaupt schaffe zu LP'n, weil quasi das Extrem, bis wann ich LP'n kann, wäre der 19., also der freie Tag. Ist aber grenzwertig, das will ich eigentlich nicht machen, sodass ich vielleicht am Donnerstag die letzte, die letzte Session mache, sodass ich die Sachen, die ich dann mache, noch sicher hochkriege. Das wäre auf jeden Fall eine gute Option. Hm.
Und dann muss ich halt mal sehen, wie weit das Pensum halt ausgereizt ist und wie weit ich bis dahin halt in den Projekten bin. Ich glaube halt, dass ich die, die beiden Reihen nicht ganz beendet kriege dieses Jahr, weil mir läuft einfach die Zeit davon. Ich habe nächste Woche noch 3 Klausuren, das ist halt wichtiger, wie ja schon gesagt. Ich meine, dass dann die Sessions einfach ein bisschen runtergekürzt werden, weil das geht einfach vor. Und deswegen, ich glaube halt, dass die zwei Reihen bis dahin nicht fertig sind. Nur, wenn dann halt der Rechner kommt, dann baue ich den hier Rechner eh noch nicht ab, weil ich da noch ein paar Daten sichern muss, vor allem Musik. Und dann werde ich halt vielleicht die zwei Reihen einfach noch solide auf schlechter Hardware fertig machen, bevor ich die quasi alten Games, also Grid 1 und Far Cry 3, dann noch extra auf den neuen Rechner ziehen muss. Das geht zwar mit meiner 100 MB Leitung Internet relativ schnell, aber man muss ja nicht irgendwie immer neu ansetzen. Das heißt, prinzipiell wäre es halt einfacher, es einfach auf dem alten Rechner weiterzumachen. Und dann muss ich mal gucken, wie viel da wirklich noch an Volumen hin dran steckt. Ich habe so langsam in Far Cry das Gefühl, ans Ende zu kommen. Und dann könnte man sich überlegen, noch so ein paar extra Sachen zu machen, je nachdem, wie halt das Feedback ist. Und dann muss ich mir halt nur noch genau überlegen, was ich neben meinem Projekt, das dann über das Neujahrsprojekt anrollt, noch machen werde. Da werde ich auf jeden Fall noch irgendwas machen, weil so viel Zeit wird das nicht in Anspruch nehmen. Daher, dass ich auf die anderen drei Leute angewiesen bin, haben wir uns jetzt eigentlich darauf geeinigt, dass wir 2 feste Tage in der Woche oder so haben. Also der eine Tag ist relativ fest, das wird meistens Sonntag sein. Und dann vielleicht noch einen unter der Woche. Der Vorteil ist, dass man sich sehr gut mit denen absprechen kann. Daher, dass die mit mir die Ausbildung machen, sehe ich die ja quasi eh jeden Tag. Und dann muss man halt mal sehen, wie viel da so entsteht und wie viel ich dann bringen kann. Und dann wird halt noch eine zweite Reihe halt nur von mir kommen, weil das gehört einfach dazu. Und es gibt noch ein paar Titel, die ich gerne spielen würde, zum Beispiel dann Far Cry 4, was ich hier dann kriegen sollte. Und dann muss man halt mal sehen, wie viel Pensum ich schlagen kann. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich wirklich noch Unity Media anrufe, weil von den laut Vertrag 2,5 MB Upload kriege ich im Moment genau 0,6. Und das ist mir persönlich ein bisschen zu wenig, doch ist die Sache zu teuer. Und deswegen müsste ich da noch ihn anrufen und das klären. Weil ich das Gefühl habe, also die Hoffnung eigentlich habe, dass nachher, wenn die Leitung so im Vergleich ist, dass das dann der langsamste Teil des Videos machens ist. Im Moment ist der längste Teil das Konvertieren. Also das Umschreiben auf H264 Format, für diejenigen, die das schon mal gehört haben. Und ich glaube halt, mit meinem neuen Rechner ist das dann halt gar kein Problem, weil ich habe mir extra, also ich habe mich da ein bisschen beraten lassen von einem Freund, der ist so ein bisschen der Crack, und der meinte halt, ja, wenn du das Problem hast, dann bau dir halt einen Serverprozessor in. Das ist ein Äquivalent zum i5-4690, also eigentlich ein relativ aktueller Core und in einer mittleren Preisklasse. Ich meine, ich strotze ja jetzt nicht vor Geld. Und der hat halt mit 4 Kernen 8 Threads, das heißt, er kann halt im Vergleich zum normalen Kern 8 Sachen berechnen, wo der nur 4 berechnen kann. Oder so ähnlich. Ich habe die Erklärung nicht 100% gestiegen, hat auch nicht so viel Zeit, mir das zu erklären. Und auf jeden Fall sollte mir das halt die Konvertierung und so verschnellern, weil dann halt einzelne Berechnungen schneller gemacht werden können. Und deswegen bin ich halt mal gespannt, was dann so an Leistung im Endeffekt abspringt. Ich denke, das, was ich am ehesten merken werde, ist die Tatsache, dass ich erstmal ein 64-Bit-System haben, weil damit hatte ich in letzter Zeit mega Stress mit dem 32-Bit-System, das ich momentan habe. Das werde ich erstmal merken, weil die Probleme werden dann einfach nicht mehr auftauchen. Und dann verdoppel ich meinen momentanen RAM von 4 auf 8 GB. Und halt die Grafikkarte wird um, ich glaube, 7 Generationen erweitert. Also da ist richtig was an Performance-Steigerung drin. Das war unbedingt nötig. Gut, dass ich so lange mit meinem Vater geredet habe, bis er mir das gemacht hat. Also bis er mir da die Sache finanziert. Boah, ist mein Kerl wirklich Letzter geworden? Letzter. Huiuiuiui. Jetzt habe ich so viel geredet, dass ich gar nicht auf den geachtet habe. Moment. Und dann mal sehen. Die Hoffnung, die ich halt persönlich noch habe, ist, dass der Rechner dann nachher schön leise ist. Weil ich bekomme einen ordentlichen Lüfter, einen richtig großen. Und genau, das machen wir noch. Oh, schön, Club GT, wenigstens kein Turnwagen. Wie angesagt, das mache ich halt noch in dem Video und das mache ich auch gleich in Japan noch. Das heißt, ich fahre das Rennen und hänge dann direkt den Direktvergleich dran, sodass das passiert. Und genau. Oh, Madrid. Das war, glaube ich, Madrid. Oder Barcelona, irgendwas Spanisches auf jeden Fall.
Ja, und dann muss man halt mal sehen, wie viel Zeit dann wirklich abspringt. Ich habe dann erstmal eine Betriebsphase. Das heißt, von der Ausbildung her bin ich in den Betrieb untergebracht. Das heißt, geregelte Arbeitszeiten und dort damit quasi nach der Arbeitszeit keine Zeit, die man aufwenden muss. Zumindest ist das so mein Gedanke, dass ich nicht lernen muss oder so. Und das gibt mir dann halt die Möglichkeit, dass ich täglich quasi ein Stündchen auf jeden Fall abschneiden kann für LPs. Und wenn ich es dann schaffe, mit den neuen Ressourcen, mit der neuen Hardware, die Sache dann easy wegzustecken, das wird mich dann halt mega freuen. So. Oh, das ist irgendwie hart hier. Vor allem hat er schon mega viel Führung, der Nathan McCain. Vor allem fahre ich nämlich gegen den Rick Scott, gegen den ich sonst die ganze Zeit gefahren bin. Das ist aber fresh, dass ihr euch aufteilt, ja? Müsst ihr ja nicht alles gut können. Man muss jeder nur die Hälfte gut können, aber der führt gerade mega weit. Und ich habe nur 2 Runden Zeit. Uiuiuiui. Da darf ich mich ranhalten. So. Puh, das war schlecht. Das war schlecht. Uiuiui. Ich habe ein schlechtes Gefühl hier bei der Sache. Ich komme dem nämlich irgendwie nicht hinterher. Er führt hier so weit, dass ich ihn momentan gar nicht mehr sehe. Auf der Map ist er zwar noch, aber ich sehe ihn einfach nicht. Kann doch nicht so schwierig sein. So, aber jetzt hole ich nochmal schwer auf. Ich weiß nicht, warum er mich gerade so rankommen lässt. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt nochmal relativ dicht dran. Es geht halt vor allem mega schnell ab. Ich habe 300 Sachen drauf, mitten in der Stadt. Und wenn es gleich nochmal an die Kurven hier geht, dann muss ich gucken, dass ich die vielleicht ein bisschen besser kriege. Dass mir genau das, was mir gerade passiert, ist nicht passiert. Dass ich mir die Mini-Drifts spare. Oh, der war nice. Zwar bin ich in den Rinn gelegt und es war nicht 100% Absicht, aber ich habe überholt, also ist das okay. Oh, das gönnen wir uns nicht. Den Spaß gönne ich mir dann nicht. So, oh, da war das Überholmanöver noch so schön. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich vorne die Kurve ordentlich treffe. Und dann gucken, dass er mich nicht mehr überholt. Ich muss jetzt eigentlich nur noch die eine Runde hier überleben. Und dann ist die Sache direkt gegessen. Passt noch. Passt noch, genau hin. So, ich glaube, ich bin nochmal auf der Geschwindigkeitshöhe, sodass er mich nicht auspowern kann. Wow. Das war alles schlecht. Aber irgendwie hat es trotzdem noch gereicht, vorne zu bleiben. Ja, das muss man einfach mal sagen. Was gerade eben bei Tourenwagen an Spannung gefehlt hat, ist jetzt auf jeden Fall dabei. Der klebt mega dran und der schiebt ohne Ende. Ich meine, es ist immer so eine relative Sache, über ein Rennspiel zu sagen, dass es Spannung hat, aber das da ist gerade wirklich zumindest mal für mich spannend. Weil hier muss man mal auch auf seine Linie achten. Oh. Sonst passiert nämlich genau das, dass er Chancen hat, mich zu überholen. Und das wollen wir ja vermeiden, weil gewinnen würde ich schon gern. Oh, ich rutsche nur außen. Aber ich glaube, damit ist die Sache gegessen. Ich glaube nicht, dass er mich jetzt noch kriegt. Komm schon. Passt. Uiuiui. Das war auf jeden Fall schick. So. Und die Vergleichsrennen waren ja immer nur einteilig. Das heißt, die Sache ist direkt gegessen und da damit eigentlich auch das RP. Das heißt, ihr könnt euch darauf einstellen, wenn jetzt nichts mehr kommt. Ja, wenn ich Geld kriege, kommt nichts mehr. Beende ich hiermit das RP. Ich bedanke mich. Es gelten die gleichen Sachen wie immer. Ihr dürft euch gerne bei mir melden. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.